Meine Strecken kennt ihr auch schon alle. Und wird heute lustig werden. Bei 3 Tagen Regen. Schauen wir mal, nicht Markus? Wird schon gehen. Okay, gehen wir es an. Ja. Du gibst vor. Was mir halt bei dem Absima so imponiert, ist einfach, dass du die Achsen extra sperren kannst. Ja, das kannst du bei dem auch, ne? Beim Drake, ja. Das ist das Gleiche. Aber halt, glaube ich, umständlicher, gell? Nein, ist auch da. Echt? Kannst du vordere Achse, hintere Achse extra sperren? Ja. Ah, da ist das Patent vielleicht schon anders. Ja, aber. Ja, immer schön ausfahren. Ja, habe ich gesagt. ohne wirst du da, glaube ich, nicht. Nein, wirklich. Ohne wirst du da nicht, weit kommen. Also ganz ohne Nachdruck geht es auch nicht, gell? Nein, ein bisschen muss. Das ein bisschen. Die Nadeln alles, weißt du, das ist alles. Ja, freilich. Hemme ja alles, ne? Aber weißt du was? Es ist heute sicher besser zum Fahren. Wenn es ganz trocken ist. Also wenn es ganz trocken ist, ist es nämlich auch eine Chance, gell? Haben wir alles schon gehabt, ja. Du weißt, ich habe gesehen, dass du da am Scheitel mitgefahren bist einmal, gell? Nein, ich war am Scheitel nicht da. Wollte ist aber nicht gegangen. Okay. Weil ich von der Bergwacht her in Einsatz war. Okay. Und. Das weißt du, ich hab dort zugesagt und 3 Stunden später ist die Meldung rausgekommen, dass dort zum Fahren ist. Jetzt habe ich, weißt du, jetzt wollte ich den wollte ich jetzt nicht ansagen, gell? Ist schon klar. Ja. Ja, aber da siehst du halt wirklich, gell? Ich meine, das ist wirklich ein Wahnsinnsraufen. Und weißt du, das ist ja, ich habe ja alles, aber wirklich alles selber probiert, gell? Ah, das ist echt fein, das scheint. Schön, dass du dich gemeldet hast. Also, wenn du siehst, umso leichter, dass er ist, gell? Ja. Aber da hast du keine Ahnung, was denn am Felsen oben, wenn es nass ist. Da greift er erst richtig. Ja. Da lebt der Raufen erst auf, ne? Wenn der feucht sieht, ist sowieso auch vorbei, ne? Da habe ich Tage gehabt, da sind wir gefahren. Da ist der Kollege gefahren, der hat ein Jahr, gell? Ja. Der geht wirklich gut. Was bei dem beneidenswert ist, ist die Dämpfung. Ja. Das Auto bleibt rot, wenn der schnell fährt und da gehen ja nur vier Passagen. Okay. Und da gehen die Raben nur so und ja. Das Auto bleibt, das ist ein anderer. Ja, sicher. Das andere bleibt rot, aber der ist halt wieder schwerer. Metallstahlstamm, weißt du, das ist. Du wirst lachen, das ist bei denen aber auch so. Wenn ich mit denen über Rosengitterstahner fahre, gell? Da siehst du nur die Radl, da siehst du nur die Radl arbeiten. Wenn du den einen ist, wird das wieder zu leicht. Ja. Dann fängt er zum, weißt du, das ist. Ja, ist klar, ja. Immer anders. Nächste, ja. Er rutscht halt nicht auf Zeiten. Ne? Mhm. Er fährt einfach fertig. Ja, komm noch aber.
Echt? Das sind halt. Ja. Ich muss halt. Siehst du, wenn ich da fahre, ja, muss ich fast runter zu fahren. Ja. Und dann verkehrt auf ich auf der anderen Seite, gell? So geht das mit den Einlagen, das ist auch so eine Sache. Weil kriegen. Halt das! Kriegen tust du nicht wirklich was Gescheites. Und so bastle ich mir meine halt einfach selber und fertig. Ne? Ja. Da siehst du eben, der, obwohl er über 5 Kilo hat. Ja, du musst dir rechnen, was ich vom Querschnitt her, deine Dings sind auch wieder ein bisschen anders. Gell? Durch die Fällen, weißt du, nimmst du auch ein bisschen Druck over. Gell? Ja. Ich meine, ich hätte gerne die Raupen umschrauben, aber scheiß drauf. Schau, ich schaue auf dein Auto. Ich meine, das ist halt was, was ich ständig mache. Nein, ich bin froh, dass ich da auf 30 mm Felgen jetzt umgestiegen bin. Mhm. Erstens einmal sind sie einmal Spur schwerer. Und zum zweiten halt schmäler, weißt du schon. Und jetzt hat der Reifen ein bisschen mehr Festigkeit auch dadurch. Gell? Ich meine, wenn ich nicht kugel, dann ist es nur der Heimvorteil. Gell? Ja, den, was ich hab, ne? Ich hab dort halt nicht geschaut, grad, gell, wie geflogen wird, muss ich auch sagen, leider Gottes. Ja. So viel durch den, dass es jetzt wieder gerenkt hat, das ist ja wieder alles anders. Jedes Mal, wenn ich da fahre, ist es anders. Gell? Das jedes ist Mal. Immer, überall. Es gibt keine Strecken gleich irgendwo. Nur die Luftfeuchtigkeit macht. Das ist irre. Ja, also ja. Wirklich. Man will es nicht glauben. Gell? Ja, das weiß man. Das, ist, ja. das weiß man echt nur, wenn man viel fährt. Ja, richtig. Gibt, dass gell? Das alleine reicht. Mhm. Ich komme heute echt nicht ums Eck da. Gibt's ja nicht, heißt da. Das Ding muss da hinten einmal die Sperren ausschalten probieren. Mhm. Da sieht es immer da vorne rein, in den Stein. Ne? Aber du kannst halt nur mit dem Brauschlösser dosieren, mit den anderen kannst du nicht dosieren. Das sage ich, und das ist genau das. Vor allem die Bremsen auch, geht nur mit dem schon wieder, ja, das war schon wieder so ein Knackpunkt zwischen mir und meinem Bruder. Ne? Ja, ich hätte das mit dem normalen Brauschlösser alles gefahren, da habe ich überhaupt kein Problem. Ne? Das, ja. Ja. Wieso kaufst du noch so einen, ne? Ja. Wenn du den mit einer kannst? Ne? So, und jetzt habe ich mich vergeimpelt. Ich kann da halt. Nein, fahr da oben schon. Nein. Ja, jetzt muss ich. Ja. Aber probier du einmal.
Koch so weiter und die jagt die sofort heim. Das ist normal. Ja. Okay, ich weiß alleinig die zwei, obwohl es gleiche Autos sind, aber der Dreiviertel Kilo macht es aus. Also mit dem Jägermeister, weil da fahre ich da durch, wie wenn nichts war. Aber leichter ist es um und auf nicht schwerer, gell? Ja, so ist es, ja. Weil fülle mein Gewicht, ne, ich bei deinem Fahren, pass auf, jetzt hast du einen Stand gerissen. Ja, ist es schwerer. Jetzt sitze ich genau auf den Stau auf, was du rausgerissen hast. Ein bisschen mit dem Schwung auf, ich glaube, dass er drüber hoch. Wenn es ein bisschen zurück und dann. Jawohl. Jawohl. Weißt du, die Einlagen sind bei der Schrägfahrt der Schaß und sonst wieder vom Grip her gut, wenn es zwei Einlagen. Das ist halt, du kannst nichts, das passt nicht immer überall. Das ist ja. Herr Zur, es ist wie bei einem normalen Auto. Es gibt keinen Rafen, mit dem du alles fahren kannst. Genau. Es ist einfach so, der fertig. Der Rafen ist eh schon ja. Der Wahnsinn. Gell? Der ja, ja sowieso. Oh, was? Fahren wir da durch, oder? Da? Normal fährt der. Ja, das ist wurscht, das macht nichts. Das macht nichts. Was die mit tun? Da sind auch schon einige runtergefallen, gell? Oh, da komme ich nichts mehr weg. Nein? Nein, da fahre ich nichts. Nein. Mehr. Das hat sich schon erledigt, das ja? Das hat sich schon erledigt, ja. Nicht gut gesehen. Also der Bronco ist das, gell? Nein. Ja. Eigentlich, ne? Der T-150 war der Bronco, ja. Du kannst. Da. Mehrere Bezeichnungen. Da ein bisschen rechts, Omi. Ja, ich warte noch bis du. Ja. Nein, aber das ist echt, das ist super cool, dass ich das gemacht habe, dass ich den umtauscht habe. Der hat einfach einen besseren Griff auf der Felge. Ja. Das hilft nichts. Warte, ein Zentimeter, wenn der Rafen innen mehr zusammengeht. Halt, Entschuldigung. Fahr du vor, ich fahr, mach der Platz jetzt. Ja, fahr gerade Viererstickel. Fahr einfach gerade Viererstickel und dann zurück und runter zu. Und was kostet die Karo? Die Karo kostet. Ich glaube, bei dir 50 Euro. Das ist aber jetzt nichts Tragisches, ja, aber gell? Alles, ja, ja, aber das ist schon klar. Nackte. Ja. Wie kriegst du die komplett transparent vor, bloß oder was? Genau. Wenn du das kriegst. Wenn du das kriegst, ne? Weil ich habe einen bestellt und wollte für einen Kollegen bestellen und dann war es aus. Ja. Ich hab schon wieder nichts gegeben, das sind immer ja. Gleich weg, das ist das. Ja, die sind sehr begehrt, gell? Ja, weil es von der Verteilung her wirkt, ja, sie sind. Ja, ja. Und das ist das, ein Pickup ist immer besser als wie ein Kosten. Ja. Es ist einfach so, es hilft nichts. Der Defender ist halt am Schießen von allem, ja. Von der Verteilung her. Ja. Der ist so schwer hinten. Ja. Der purzelt da, wo der hätte nichts mitfahren brauchen können. Ja. Das sage ich dir. Hast du bei deinem gewichtstechnisch auch schon irgendwas gemacht oder original? Ja,
Ja, vorne habe ich die Gewichte drin. Nur vorne, okay. Und trotzdem holt das so viel? Ja, aus der Seite, da die Einlagen so viel nachgegeben haben, da hinten war die Ebene geschaut und dann habe ich. Ja. Da kommt das wieder zum Tragen, wenn du nicht schaust. Ja. Und der zweite Sausert lässt nicht so für den Ernstfall. Hm. Nicht? Für was brauche ich das? Brauchst du nicht? Wieso soll ich kein Wasser nehmen, oder? Wegen Dreckmann? Nein, nein, wegen einem Agagerl. Du wirst gleich sehen, warum. Ja, werden wir schon sehen. Schauen wir mal. Du wirst gleich sehen, warum. Aber ich glaube, es wird kein Problem sein für dich. Also, ich kann mir es nicht vorstellen. Mit den Raffen schon sowieso nicht da. BTH ist das ein Paradies, gell? Mhm. Das wird interessant. Was? Ja, da nicht. Das ist also, das meinst du? Also da meinst du, die zwei Prägeln? Ja. Ja, wenn die Spurbreiten passt, soll es nicht das Problem sein. Wenn du mal um bist, hast du das Problem, sag ich mal, zu 90% nicht mehr. Ne? Aber du musst erst einmal aufkommen. Ich bin gespannt, ob du oben bleibst bei dem, wo die Raffen so zu sind heute, was so schlatzig sind. Ja, werden wir sehen. Jetzt machst du es noch einmal zu da beim Gartschaufeln. Ah, wir fahren da vorne nichts links runter, gell? Mhm. Das links runter fahren ist nicht gedacht. Ja, ja, freilich. Falsch. Ich meine, blau ist und orange nein, nicht von der Vorteil. Das heißt, so, okay, jetzt gehen wir mal Position wechseln. Jetzt wieder ein. Du schiebst hinten runter, warte. Nein, geht schon, passt schon. Du musst jetzt halt nur schauen, wie ich tue, gell? Sonst kommst du gar nicht auf, ich sage dir gleich. Ja, du richtest die Hinterachse aus, ne? In dem Fall jetzt. Da. Genau, ja. Weil du hast da nicht viele Chancen, gell? Mhm. Aber man, es schaut schon mal nicht schlecht aus. Es schaut schon mal nicht schlecht aus. Warte ein bisschen, bis ich rüben bin, dass ich dann, ich möchte noch einen Teil filmen, fast beim Müll rumfahren. Und aufpassen, es ist hinterfauzig, gell? Bis 2 Meter nach der Brücke ist noch immer hinterfauzig. Weil glaubst du, bist schon längst drüber, du hast das schon geschafft, gell? Kommt noch einmal die Tätschen, ne? Weil da sind wir dann nämlich mit der Hinterachse gern runter auf der linken Seite, gell? Ich hab dann nämlich auch sicher getroffen. Ja, so wie jetzt. Ja, und warum? Und weißt du, warum das jetzt passiert ist? Weil du nicht geschaut hast. Ha, weil ich die Sperre nicht eingeschalten habe gehabt. Aha, okay. Ja. Also bist du ohne Sperre. Ja. Ich bin nämlich ohne die Hinter. Ich muss jetzt einfach ein bisschen her tun, doch. Passt schon. Aber nein, normal. Normal, kein Problem. Den lasse ich gleich ein bisschen oben da. Ja, warte noch ein bisschen noch. So, geht schon.
geht sich nicht mehr aus. Kannst schon vergessen. Ja. Kannst schon komplett neu anfahren. Du musst von hinten neu anfahren, sonst kriegst du das gar nicht mehr hin. Viel, viel zu weit zurückgefahren. So geht es nicht mehr aus? Nein. Nein. Nie mehr. Nie mehr. Jetzt lassen wir mal schauen. Nie mehr, bist schon hinten unten. Stimmt. Ja, das ist echt ein du musst komplett zurückfahren bis zu der Kurve und neu anfahren. So weit, so weit. Am besten ist, du gehst da rauf. Links bleiben, rechts bleiben. Du musst rechts bleiben bis zum Abwinken. Rechts einschlagen, rechts setzen. Wird nicht mehr gehen. Ich glaub's nicht. Jetzt lass mich probieren. Ich bin nicht da. Ich kann nicht, nein, geht's nicht auf. Ja, du bist mit dem rechten Hinterrad überhaupt nicht, aber nicht der Fuzzi ab. Ja, und jetzt ist. Okay. Rechts bleiben, viel weiter, du bist viel zu weit links. Vier in der Stickel jetzt. So, und jetzt durch rechts einschlagen. Ganz rechts einschlagen und ganz langsam zurück. Hinten Sperren ausschalten. Ja, und jetzt gegenlenken, andere Seite und Vierer fahren. Aha. Der hat schon die Schmäh drauf, Alter. Ja, du bist trotzdem noch. Es wird sich nicht ausgehen. Es wird sich nicht ausgehen. Nein, das ist schon neben unten. Mit dem rechten Hinterrad. Willst du das verkehrt probieren? Nein, aber jetzt fahre ich so runter. Nein. Geht auch nicht, gell? Nein. Gell, ist das ein super Eck. Jetzt könnte es vielleicht links, rechts einlenken. Ah. Das müssen früher rechts einlenken. Du musst. War ein bisschen langsamer, du darfst nur mit dem halberten Radl drauf sein. Und die andere Hälfte muss innen sein. Innen sein vom Priegel. Innen. Ja, weil du nicht so weit zurückfahren magst, dass du ausgleichen magst. Jetzt, ja, bleib und rechts lenken. Rechts lenken. Es geht ja immer nicht aus. Schwutze. Ja, sicher. Sicher, hast du glaubt nicht. Du siehst das sehen, was du da aufwirst. Du musst so weit rechts bleiben, dass du gerade noch mit der Reifenkante nach oben bist, auf dem Priegel. Mit der Außenkanten gerade auf der Innenseite oben bist, dass das gerade. Gerade das aufgreift. Und schon gegenlenken. So, ja, jawohl. Links, rechts bleiben. Wenn ich noch weiter rumschau, ja. Rechts lenken. Ich bin ja. Bleib so. Bis an links, ja. Geht nicht. Ja, du bist schon oben, gell? Ja, schon die ganze Zeit. Das ja. Denke ich mal. Ja, darf ich mal probieren? Ja. Ich bin neugierig. So ging. So, Versuch Nummer 5. Stopp. So. Ganz langsam, nichts hastig. Ganz einschlagen, was du magst. Stopp, und die gegenlenken, ja genau. Links einschlagen. Das war schon falsch jetzt. Jetzt drückst du das Hintergestell schon runter wieder. Kannst schon vergessen. Komm ich nicht mehr auf. Jetzt kommst du nicht mehr auf. Man, das kann jetzt natürlich sein, dass bei meinen durchs Gewicht, dass er hinten besser herholt, weißt? Wenn du vorne einlenkst bei der Gabel,
dann geht er hinten weg. Ist das schon aufgefallen? Ja. So, probier es einmal so, ja genau. Du darfst nicht so weit zurückfahren. Aha, okay. Jawohl, jawohl. Und jetzt schön rechts bleiben. Schön rechts bleiben. Jetzt hast du eine Chance. Jetzt hast du eine reelle Chance. Nein, er geht wieder nicht. Geht wieder oben hinten, ja. Probieren wir mal auf. Probieren wir ein bisschen. Ja, jetzt hast du schon. Haben wir schon verloren. Ja, das geht ja nicht. Hör auf zum Filmen. Hör auf zum Filmen. Dass das gibt, ja. Gut, ich drücke jetzt trotzdem drauf. Schön rechts bleiben. Ja.